Hey Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Mod-Review. Und zwar heute von der Mod Dragon Shouts. Ihr habt im Intro schon kurz gesehen, um was es geht. Es geht um Skyrim in Minecraft. Und ja, es geht hier um Skyrim in Minecraft. Für alle Skyrim-Fans, so wie mich. Im Intro habt ihr schon kurz gesehen, zu was die Mod fähig ist. Jetzt möchte ich euch kurz zeigen, wie das ganze Gameplay technisch aufgebaut ist und wie man denn jetzt an diese Shouts rankommt. Zuallererst, es gibt zwei neue Keybindings, die ihr wissen müsst, und zwar einmal G zum Öffnen des Optionsmenüs. Und ja, das sieht so geil aus wie in Skyrim, obwohl wir hier in Minecraft sind. Und dann noch die Taste Y zum Einsetzen einer dieser Schreie. Es gibt verschiedene Schreie und diese in verschiedenen drei Stufen. Und es liegt natürlich an euch, die entsprechenden Runen zu finden, um diese freizuschalten. Ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Und zwar sind die in unterirdischen Höhlen irgendwo versteckt, haben so ein bisschen Licht um sich herum und sehen so aus. Und wenn ich jetzt mal so einen anklicke, dann kommt auch so ein richtig geiler Soundeffekt, wie in Skyrim selbst. Und wir haben jetzt gerade Fire Breath in der ersten Stärke gelernt. Das Geile ist, die Blöcke hier, die kann man dann auch abbauen. Keine Ahnung, für was die gut sind, aber die kann man dann auch abbauen. Ich klicke mal noch auf den hier drauf. Okay, Wirbelwind Sprint. Lustig. Übrigens von zwei deutschen Entwicklern, beziehungsweise einem Entwickler und einem Designer. Beides auch YouTuber, wo wir gerade dabei sind. Und zwar Diving Dave und Mikas Orbit. Jetzt muss ich erstmal mit meinen übermenschlichen Kräften, die ich jetzt natürlich nicht durch Game Mode 1, sondern durch den coolen Mod bekommen habe, hier rausfliegen und zeige euch jetzt ein bisschen, was die können. Und zwar haben wir jetzt drei eingesammelt. Ich gehe in mein Optionsmenü und leider ist hier die Anzeige noch ein bisschen verbuggt. Aber man sieht schon oben links, wie geil das aussehen kann. Meine Fresse! Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Und wir haben jetzt hier die drei Kräfte Fire Breath, Unrelented Force, was so ungefähr der Fußradar ist, und Wirbelwind Sprint. Und weil es viel zu langweilig wäre, die jetzt in Stufe 1 zu zeigen, zeige ich euch die gleich in Stufe 3. Und dafür wurden auch extra ein Item hinzugefügt in eurem Kreativinventar. Unter Dragon Shouts Mod gibt es ein Item Unlock All Shouts. Richtig schön gemacht mit Liebe für das Teil, so richtig so eine Schriftrolle der Alten. Ich klicke drauf und jetzt habe ich alle freigeschalten. Und wenn ich jetzt nochmal in mein Menü gehe, dann sehe ich jetzt auch, dass ich alle in der stärksten Stärke vor mir habe. So viel dazu. Ich würde sagen, wir sorgen mal ein bisschen für Nacht. Hui, was natürlich bei mir dank dem Custom Sky so aussieht wie in Skyrim. Ich wähle als allererstes mal den Wirbelwind-Sprint aus, weil der unabhängig davon ist, ob wir jetzt Gegner haben oder nicht. Also auch rechts hier richtig schön gemacht alles. Achtung. Hat man das kurz gesehen? Da kam nicht mal die Anzeige hinterher, so schnell ist das. Wenn ich jetzt hier sprinte, übrigens oben sieht man dann, wie sich das auflädt. Das lädt sich auch im Kreativmodus auf, was ich nicht so geil finde. Zack. Okay, also Wirbel Sprint irgendwie unspektakulär, aber hilfreich. Gerade dann, wenn du irgendwie in einem Mobkampf bist und schnell wegkommen musst. Jetzt sind auch schon die ersten Monster gespawnt, vor allem Spinnen. Denn das kommt mir gelegen. An denen teste ich nämlich jetzt Slow Time aus. Das ist eine ziemlich coole Geschichte und das ist auch, was ich an diesem Mod finde, er ist so schön umgesetzt. Guckt euch das an. Sieht das geil aus? Richtig schön nachgefärbt alles und zack, da kommt sie wieder. Achtung. Zeit für mich, um ganz schnell hier wegzukommen. Und da hinten sieht man dann, wie sie immer noch ganz langsam. Voll geil. Würde ich mal sagen, als nächstes, weil wir gerade schönen Gegner hier haben, zeige ich euch Fire Breath, mein persönlicher Favorit. Warum wohl? Lassen wir sie mal rankommen. Übrigens auch eure Bar da oben ist abhängig davon, in welcher Stärke und welchen Schrei ihr verwendet habt. Man erinnert sich tatsächlich an Skyrim. Es ist sehr schön darauf orientiert. Achtung! Ja, ich würde sagen, das war eindrücklich, oder? Ich habe eine Feuerkugel gefeuert. Das war irgendwie obvious. Das hat man nicht so schön gesehen, deswegen fliege ich mal weg und zeige das nochmal aus eigener Entfernung, weil das jetzt im Nahkampf eingesetzt war. Aber man feuert tatsächlich eine Feuerkugel, die explodiert und alles in ihrer Umgebung in Brand steckt und ordentlich Schaden macht, wie ich jetzt gleich an den Hühnern demonstrieren werde. Achtung! Ja, Hühner tot. Schade eigentlich. Wir gucken uns noch die anderen zwei an. Wir hatten jetzt Slow Time, Fire Breath und Whirlwind Sprint. Und jetzt haben wir noch Ice Form und Unrelenting Force. Machen wir weiter mit Ice Form. Naja, das ist so obvious, wie es ist. Und zwar friert man Gegner, die man trifft, damit ein. Ich zeige das mal ganz schnell, indem ich die auf mich zurennen lasse. Und das jetzt hier einsetze. Das Lustige ist übrigens, dass Creeper trotzdem noch hochgehen. Aber der hier, er schießt. Man sieht es, aber er kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt ist hier erst wieder alles im normalen Bereich, sage ich mal. Und ich lasse es jetzt nochmal aufladen und setze es dann nochmal ein, um euch das zu zeigen. Und
eingefroren. Die macht erstmal nichts mehr. Sehr schöne Sache. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns noch den allerletzten an. Und zwar Fussroda. Und diese Spinne hier wird gleich ordentlich baden gehen. Dafür werde ich aber sorgen. Deswegen lassen wir sie mal hier rankommen. Und tschüss. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das ist genauso geil wie in Skyrim. Ich weiß schon, wie viel Endkämpfe ich einfach damit entschieden habe, dass ich einfach den Endboss mit dieser Kraft sonst wohin geschleudert habe und der dann durch den Fallschaden gestorben ist. Genauso wie dieses Skelett hier. Tja, und damit sind wir auch am Ende angekommen, was diese Mod eigentlich alles kann. Denn es sind diese fünf Kräfte, wie gesagt, erst seit einer Woche draußen, ganz neu. Ich wette, das wird hier auch noch alles gefixt und schön gemacht. Aber auch die Runen und alles. Es ist so schön umgesetzt. Wirklich. Props dafür. Sehr, sehr geil gemacht. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz zur Installation, auch wenn das nicht wirklich schwer ist. Und zwar funktioniert das so, dass ihr euch Forge für die Minecraft 1.8, das ist eine 1.8 Mod, runterladet und dann könnt ihr es installieren, also einfach auf den Installer draufklicken, ihr müsst Minecraft einmal gestartet haben, also wie man Forge installiert, muss ich euch wohl nicht beibringen und dann zieht ihr euch die Mod einfach in euren Mods-Ordner rein und sobald ihr Minecraft das nächste Mal startet, werdet ihr dann gefragt, in welcher Qualität ihr gerne die Shouts haben möchtet und dann werden die entsprechenden Ressourcendateien noch runtergeladen. Mehr ist es nicht. Ja? So einfach ist das, Dragon Shouts in Minecraft zu haben. Was willst du, Kleiner? Ich zeig dir mal was. Guck mal. ganz geiles Feature auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat diese kleine Mod-Review gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn dann episch. So, sagen kann, Dankeschön fürs Zusehen. Was will der Villager da drüben? Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ha ha, ha ha, ha ha.